Mann, jetzt geht's. Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Roadtrip. Heute sind wir mit ganz vielen geilen Typen auf dem Weg nach Dortmund zum 40K-Turnier. Ich bin der Tim. Hi, ich bin der Marc. Stefan. Und der Hermann. Und Dennis ist hinter der Kamera. Und ich bin der Robert. Viel Spaß bei diesem Video. So, lieber Robert, dann erzähl doch mal was. Also Leute, wie gesagt eben, wir sind auf dem Weg nach Dortmund. Es ist jetzt 6.52 Uhr, ist ganz schön spät. Und wir sind 6 Leute und Pathfinders Battle for Liborios heißt irgendwie dieses Turnier heute. Wir freuen uns auf jeden Fall mega drauf, ein paar tolle Leute heute wieder zu treffen. Und ja, wir sind ja noch nicht so richtig turnierroutiniert. Also ist jetzt mein drittes Turnier. Marc, glaube ich, jetzt 4. Tim auch. 3 oder 4, ne? 3, glaube ich. Ja. Aber hier stinkt schon wieder, verdammte Scheiße. Ich war es nicht. Ja, boah, doch. Das war's. Das ist Kaffee. Ja, das ist real. Das ist kein Kaffee. Kaffee ungefiltert, ey. Boah. Ja, wir können jetzt einfach mal kurz oder euch kurz mal erzählen, was wir so im Gepäck haben an Listen. Und ja, jeder kann ja mal erzählen, was er heute spielt, was für eine Liste. Also es sind 17,50 ITC-Turnier, also sehr geil. Und ja, dann könnt ihr einfach mal so eure Ersteindrücke bei der ersten Einsicht nach in die Listen mal erzählen, beziehungsweise eure Erwartung für heute. Timmy, machst du einen Anfang? Ich mache einen Anfang. Ich spiele Tau. 2 Riptides, 3 Broadsides, ein bisschen Fire Warriors, Drohnen. Und ja, ich hoffe mir, dass ich nicht letzter werde und die Listen, gegen die wir spielen werden, sind ziemlich hart. Meiner Meinung nach. Ja. Mach du zuerst, dann müssen wir die Kamera rein. Okay. Ich bin Hermann, ich spiele Iron Hands. Ich spiele eine Ballerburg mit einem bisschen Screen, den ich schön scouten kann und ja, wie soll man sagen, ich könnte mich sogar noch im Notfall, könnte ich mich noch ein bisschen bewegen. Ich habe einen Repulse Executioner dabei mit Zerstörerlaser. Ich habe Invictor Battlesuits dabei, ein bisschen Scouts zum Screen. Ja, ich bin da echt gespannt. Ist halt für mich quasi eigentlich eine alte Armee mit neuen Regeln. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber wird super. Ich hoffe, ich fahre heute mindestens, also ich hoffe einfach auf einen Sieg. Das ist mein Tagesziel, ein Sieg und dann passt das schon. Was sagst du zu den Listen, die da gespielt werden? Also ich habe mir nicht sehr viele Listen angeguckt, eher wenig. Aber was ich gesehen habe, werde ich auf jeden Fall Probleme bekommen. Definitiv. Nee, ist gemischt. Wirklich. Also Primaris ist, es ist schon ein Großteil jetzt mittlerweile, aber ich habe immer noch einen Predator dabei, ich habe immer noch Tacticals dabei, Scouts. Mein Librarian ist ein Standard-Librarian. Kommt mal aus dem Kopf, kann ich jetzt leider so nicht sagen. Ja gut, aber für die Zuschauer ist natürlich interessant, weil Hermi unsere Meta-Bitch ist jetzt mit den Iron Hands, also ein neues Supplement gekriegt. Du musst heute rasieren, ne? Ja, trocken. Nee, bist du? Okay, ich wollte das auch nicht unterbrechen. Trocken mit stumpfer Klinge wird heute rasiert. Ja, ich bin ein Ironhand-Spieler, guckst du die anderen Listen nicht an. Ist egal, was ich spiele. Ja, ich hab keine Angst vor euch. So, mega. Ja. Ich spiele heute Chaos Knights und Nurgle. Hab dabei Rotticus, Great Unkinborn, 27 Blackbearer. 2 kleine Truppneuklinge, die einfach nur da sein sollen. Ansonsten halt einen großen Ritter mit Doppelgatling und 2 kleine Wardogs. Mache quasi heute einen Springer für den Dennis, weil der abgesagt hat. Ja, ich war ein Weichei. Ja. Deswegen, ich habe einfach das bisschen was rausgezogen, was ich habe und gucken wir mal, wie viel Spaß es macht. Erwartung heute wird böse. Wir kriegen hart auf die Fresse. Ich glaube, dass die Spieler, die dort antreten, alle über ein Level spielen, das wir eigentlich haben, als kleine Hobbybude. Schauen wir mal. Nicht letzter. Das macht euch mal nicht alle kleiner, als ihr seid, Jungs. Doch, man muss 40,5 cm wieder nur angeben. Gelsenkirchen haben wir auch gar nicht schlicht dabei.
Oh, Marc. Ja, also ich spiele Ox. Ich spiele eigentlich so diese klassische Ork-Liste. Hab halt ein Bataillon Evil Suns dabei mit einem Warboss auf Bike, einem Big Mac auf Bike und Painboy auf Bike mit 90 Boys. Ganz klassisch. Die ich halt so schnell wie möglich versuche nach vorne zu kriegen, um Druck aufzubauen und Gegner im Nahkampf wegzubinden. Dann spiele ich noch ein zweites Bataillon Dead Skulls mit den Snotzoggers, zwei Stück drin, Big Macs. Als Botwalk, dass die eine, dass ich einen Relikt mitnehmen kann, dass die eine halt doppelt schießen kann. Und halt dann auch neun Meckerns als Ballerbock da hinten. Und im dritten Bataillon sind einfach nochmal zwei Wild Boys mit Gretchen dabei, die halt einfach dann Sechser als Snake Bites, damit die Wild Boys 6er auf 4er Pain bekommen. Ja, sind 60 Gretchen plus 90 Boys, also Masse ohne Ende mit einer kleinen Ballerbock hinten. Ich hoffe, es funktioniert. Und ja, ich am meisten Schiss habe ich, glaube ich, für den Iron Hands heute, weil da kenne ich die Regeln fast gar nicht. Gestern mal ein Testspiel gemacht gegen Hermann, da habe ich ein bisschen was kennengelernt, aber die haben so viele neue Sachen, wenn man nichts gegen machen kann, wenn man es nicht weiß. Lass mich überraschen. Spiel, wird eigentlich schon mit Uhr gespielt? Bitte? Wisst ihr das, wird mit Uhr gespielt heute? Ja, 3 Stunden hast du Zeit. Also ich habe auf jeden Fall die Schacho dabei. Schacho hast du dabei, ja, ist bei so vielen Modellen, ne? Ja. Und wird wieder ordentlich Sport halt, ordentlich schnell bewegen, alles viel zu machen. Und du willst eine Herausforderung aussprechen, hast du gesagt. Oh. Ja, weiß ich noch nicht genau. Ob das so klug ist, weiß ich noch nicht. Aber mal gucken. Doch, das musst du machen. Das hast du letztes Mal angekündigt bei unserem Team-Turnier. Ja, okay, dann mache ich es. Dann muss ich das erste Spiel gegen Tokari kämpfen. Gleich verlieren, wird super. Was ist auf Platz 6? Deutschland aktuell, ja, irgendwie sowas. Ja, 6 spiele ich. Also mein erstes Spiel gegen Platz 6 oder 8 oder sowas. Super Idee! Läuft! Räumst von hinten auf. Ich setze ja große Hoffnung eigentlich in dich, Marc. Für mich? Ja, weil du eigentlich von uns der Routinierteste bist. Du kennst deine Armee sehr lange schon. Aber es spielen halt viele die gleiche Liste wie ich. Also viele Meckerns. Und wenn ich da gegen einen treffe, dann, also wenn das gleiche aufeinander trifft, wird es dann richtig schwer nochmal. Ne? Aber du kennst deine Armee auf jeden Fall ja, sehr, sehr gut. Ne? Und ich kenne seine Würfel. Oh! Zwei Würfel! Oh, sind nur 5 und der ist 6. Ja, das kenne ich auch. So, und jetzt Robert. Ja, Admec, zwei Bataillone. Ein Stygies-Bataillon und ein Riser-Bataillon. Das Riser-Bataillon ist vollgestopft mit 7 oder 8 Destroyern. Tech-Trees, Manipulus, Dominus. In dem anderen Bataillon sind 2 Tech-Trees drin und ansonsten nur Kleinkram, um da ein bisschen Command Points zu farmen. Und dann kommt die Besonderheit, also diese Ballerburg mit den Destroyern. Da gibt es halt ganz nette Sachen mit Riser und dann den Tech-Trees Manipulus, wo ich dann echt ordentlich ballern kann mit den Destroyern. Und um vorne ein bisschen Druck aufzubauen, habe ich noch ein Patrol Detachment Custodes mit 2 Shield Captains auf Bike. 3 Custodian Guards mit einmal Sentinel Blade Storm Shield und zweimal der Wächterspeer oder so. Und noch ein Trupp Bikes, 5 Stück, alle mit Hurricane Boltern. Und ja, die sind halt dafür da, um da vorne ein bisschen aufzuräumen dann, weil ich habe halt in den ganzen vergangenen Testspielen gemerkt, dass ich echt vorne Druck brauche bei den Admec, weil Field Control einfach scheiße ist. So wie ich es halt immer gespielt habe. Aber wir gucken mal. Also die Liste, potenziell denke ich, kann die schon was. Aber mal sehen. Also wie gesagt, diese Listen, die da gespielt werden, ich versuche die irgendwie mal euch zu zeigen, irgendwie da reinzuknallen. Das Video auf jeden Fall echt heftig. Und es sind gute Spieler da, die bei Pathfinders und so, die Jungs sind auch alle super drauf und die können halt auch echt spielen. Und ja, wenn so Leute dann ordentliche Listen in die Hand kriegen, da wird halt schon passiert. Entsprechend Erwartung für den heutigen Tag, ein Sieg. Und dann alles andere ist Bonus heute. Und auf jeden Fall nicht blamieren heute, steht an der obersten Tagesordnung. Ja, das soll es zu mir gewesen sein. Dennis, du bist ja heute der wunderbare Kameramann, ne? Ja. Also ist auch gut, dass du eigentlich heute nicht spielst, weil du wirst den Leuten ein bisschen zeigen, was da so abgeht. Du hast ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen dich mit Dominik kurz geschlossen, dass du vielleicht ein paar Interviews führen kannst. Und auf jeden Fall kriegt ihr einen kleinen Einblick heute in dieses Turnier. Und ja, dann sehen wir uns, glaube ich, in Dortmund wieder, liebe Freunde. Und wir fahren jetzt mal weiter. Viel Spaß weiter.
heißt, inzwischen läuft die erste Runde. Hier sehen wir Ironhands gegen Ironhands. Das ist natürlich ein sehr interessantes Duell. Nämlich, dass das Wunden abgegeben werden. So geht's auch. So. Komm ich nicht rein. Hier hinten sehen wir den Beger, den kennt ihr von einigen Spielen von uns. Ich würde noch eine Sache sagen. Mit dem Mini Pebble als Und zwar Rottikus kriegt einen Vierer Ritter. Ja. Ich fange mal mit den 6 Schuss Schocktempo an. Treffen. Widerstand hast du wahrscheinlich 7, 4. Hier dieses Massenduell mit den Orks. Hier wird wohl gerade eine kleinere Pause eingelegt. Und hier drüben sehen wir den Mark ebenfalls mit seinen Orks. Dann sage ich den Nahkampf an. Ja, die Jungs gehen da drauf. Okay. Auf jetzt kannst du gar vor der Kamera würfeln. Ja, er muss. Also, ja, gut. Ja, gut. W3 gibt das. 1. Wir sind insgesamt 4. Ja. Wir bei 9. Und hier schlägt sich der Robert. Und am nächsten Tisch haben wir den Timmy. Du hast Stärke. Der mit seinem Tau heute rasieren will. Na, ha! Rasieren. Darum hast du nicht den harten Bart. So, hallo Leute. Heute aus Dortmund. Sorry, wenn wir jetzt kurz ein bisschen komisch gucken, weil wir haben gerade eine 12-Minuten Aufnahme gemacht. Ohne Ton. Das war das beste Interview aller Zeiten. Ja, ihr hättet sehen müssen. Der Robert ist heute leider nicht vor der Kamera zu sehen zum größten Teil. Der würfelt nämlich drin ganz wild und versucht gerade gegen Imperial Knights zu bestehen. Deshalb übernehme ich das heute. Bei mir ist heute der Dominik. Vielleicht will der Dominik sich mal vorstellen. Ja, mein Name ist Dominik. Ich gehöre zu den Pathfinders in Dortmund. Organisiere hier die Turniere. Heute unser 4. Battle for Liborius. Genau, ich fahre regelmäßig auf Turniere, habe darüber auch zum Beispiel den Dennis kennengelernt, schon beim Turnier in Kassel. Und mache heute hier ein bisschen nur Organisator, wobei das wirklich angenehm ist. Wir haben eine angenehme Spielerschaft. Ich glaube, eine Regelfrage bis jetzt irgendwie in einen kleinen Punkt, aber ansonsten ist das echt humor. Ja. Aber uns auch meistens, die Leute regeln das doch relativ wie erwachsene Leute am Tisch selber. Genau. Möchtest du vielleicht was über die Pathfinders erzählen? Aber gerne noch. Ja, wir sind ein Tabletop-Club hier in Dortmund-Körne, treffen uns einmal die Woche hier zum Spielen, freitags ab nachmittags bis Open End. Genau. Gespielt wird vor allem Warhammer 40k, Age of Sigmar auch ein bisschen, ein paar andere Systeme, Spezialistensysteme, Nischensysteme, die man halten will, auch. Da dann X-Wing, Necromunda, Blood Bowl. Das hält sich aber in Grenzen. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt bei uns, ihr erreicht uns am besten über Facebook, Instagram. Da einfach Pathfinders Dortmund suchen, uns anschreiben. Da meldet sich auf jeden Fall jemand bei euch, der da Kontakt aufnimmt. Und dann verabredet man sich mal, schaut ihr vorbei. Genau. Ja, wir hatten vorhin noch dazu erwähnt, dass man manchmal die Clubs halt wie euch, du hattest es erzählt,
irgendwie Leute trifft, die gar nicht wissen, genau, dass der Club ja irgendwie in ihrer Nähe existiert. Ja. Also ihr habt ja den Vorteil mit eurem YouTube-Channel, mit der großen Reichweite einfach. Ich denke schon, ihr seid ein Begriff in der deutschen Community. So groß ist das nicht, finde ich, was da an Videos angeboten wird oder an Berichten, Interviews und so. Und ich glaube, ihr seid auch richtiger Vorreiter bei Age of Sigmas. Meine persönliche Meinung. Also wir haben da auch ein bisschen was geklaut von euch, von eurer Liga, aber vorher natürlich um Erlaubnis gefragt. Ihr habt zum Beispiel dieses Ars Bellica-ähnliche System genommen, irgendwie auf Age of Sigma umgemünzt. Ich habe dann auch mal ein bisschen geklaut, habe hier eine Liga organisiert, intern einfach so ein bisschen für Spaß. Und das ist sowas, was man als Verein natürlich wunderbar anbieten kann. Ne? Also wenn ihr irgendwie zu Hause im Keller oder in irgendeinem Zimmer mit Freunden spielt oder so, kommt ruhig mal vorbei, ihr lernt man neue Leute kennen und hat natürlich auch mit so einer großen Gruppe die Möglichkeit, mal ein paar andere Sachen zu machen. Ne? Wir machen ein paar narrative Kampagnen gerade. Wir haben so einen Mini-Liga-Betrieb, aber wirklich alles nur auf spaßiger, freundlicher Ebene, kleine Punktzahlen. Genau. Wir haben halt ein paar Leute, die auf Turniere fahren, aber die überwiegende Zahl der Leute fährt einfach nicht auf Turniere, sondern ist freitags bei uns im Club, bastelt gerne, malt gerne oder spielt hier einfach ein paar Spiele nur. Ist ja ähnlich wie bei uns, ne? Also ich fand das auch, die Leute im Mini-Paradise kennenzulernen, dazu zu stoßen ganz am Anfang, unglaublich toll. Also so viele nette Leute kennengelernt, mit denen man ständig was macht, auch außerhalb entwickelt sich das dann irgendwie relativ schnell, weil man das Hobby ja teilt. War eine unglaubliche Bereicherung. Ich kann es jedem empfehlen, einfach mal wirklich bei den Vereinen, also sei es jetzt in Dortmund bei euch, Kassel bei uns oder die gibt ja bei den Bettburger. Viele andere Vereine, die das angeben. Ne? Sucht einfach mal, ich war selbst in der Situation, ich habe mit der 8. angefangen und habe da mal geschaut, was gibt es in der Umgebung und habe da einfach nur irgendwelche alten Internetauftritte gefunden von Vereinen, die schon gar nicht mehr existierten in der Umgebung. Das war sehr nervig. Man schreibt dahin, kriegt keine Antwort, weiß nicht, sind die Leute noch da und so. Ist halt schwierig, ne? Man braucht mal einen, der sich darum kümmert. Wir haben da zum Glück zwei, drei Leute, die nicht jede Woche da einen Beitrag schreiben, aber zumindest als Kontaktansprechpartner zur Verfügung stehen, sich darum kümmern. Genau, wir haben so eine Clubarmee, da kann man auch mal ein paar Einführungsspiele mitmachen und so. Das bieten wir eigentlich alles an, da freuen wir uns auch immer auf neue Gesichter. Ja. Turniere hast du ja schon erwähnt. Ihr macht ja auch regelmäßig Turniere, hast du auch gesagt. Du bist ja aber auch deutschlandweit wirklich unterwegs. Ja, ich glaube, das ist übertrieben. Also wir haben in Dortmund wunderbar den Luxus, wir sind so in der Mitte von Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich bin relativ schnell bei den Freunden aus Leverkusen, fahre mal nach Gelsenkirchen, fahre nach Bettburg, fahre nach Kassel. Ist alles so in anderthalb Stunden mit dem Auto zu erreichen, auch Köln, Bonn. Hier ist ja schon viel los, hier wird viel angeboten, hier kann man bei vielen Turnieren teilnehmen, findet man ja auf T3 dann in der Regel wunderschön dargestellt, nach Entfernung oder nach Zeitpunkt. Ich fahre halt gerne und viel auf Turniere, einfach weil mir das unglaublich Spaß macht. Ne? Ich weiß, ich fahre dahin, ich habe einen schönen Samstag irgendwie, kann den noch verbringen, lernen neue Leute kennen. Im besten Fall bleib auch mit dem Kontakt außerhalb des Tisches oder sehen die mal wieder zwischendurch. Dann das finde ich immer super angenehm. Ja, und hast du da das Gefühl jetzt, dass gerade mit dem Drop der Marines sich in der Meta was geändert hat? Oder wie denkst du, stellt sich die Meta im Moment dar, die man jetzt so im kompetitiven Bereich sieht? Ja, also Marines sind halt was Besonderes. Ne? Die sind ja GW-Zugpferd. Einfach, ich habe mal gehört, es werden irgendwie mehr Marines verkauft als alles andere zusammen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das sind so Urban Legends irgendwie, ne? Zu GW. Die haben das Spiel schon verändert, glaube ich. Das ist auch nicht einfach nur ein neuer Kodex, sondern die haben da von den Systematiken ja auch viel verändert. Die haben erstmal viele Strategies dabei bekommen, die anders funktionieren als vorher. Die haben viele Wordings geändert, so zum Beispiel die Attacke trifft automatisch auch im Fernkampf, dann ist da nicht eine gemeint, sondern alle unter Umständen. Die Rerolls haben das ganze Spiel verändert. Es waren ja eigentlich vor 8 Wochen alle am Fluchen, immer noch die Elder Flyer. Die sind auf einmal kein Thema mehr, wo dann der Chapter Master sagt,
Leitungsflieger-3, den holen wir trotzdem vom Himmel, Jungs. Schießt genauer und schießt nochmal und nochmal und nochmal. Das sind so Sachen, die das Spiel schon auf jeden Fall verändert haben. Und die Marine-Kodizes sind schon, finde ich persönlich, auf einem anderen Level als die übrigen Kodizes. Das heißt aber nicht, dass man nur noch Marine spielen kann. Also ich glaube, wir haben auch viele Leute hierbei, wir haben Admech-Spieler dabei, wir haben Elder-Spieler dabei, Dark-Elder-Spieler, die sagen, das ist meine Armee, ich bleibe dabei, ich spiele die vernünftig. Das ist auch immer so ein Faktor, ne? Ich spiele eine Armee lieber dauerhaft und dann vernünftig, dann bin ich irgendwie erfolgreicher, als wenn ich mal eben Marines spiele. Ne? Das ist zumindest meine Überzeugung, meine Erfahrung auch. Aber das ist eine sehr einsteigerfreundliche Armee und jeder hat Marines. Ne? Ja. Also ich bin mit der 8. erst eingestiegen, das ist dann, ich habe halt nicht so den riesen Background gehabt, schon irgendwie Marines aus der 4., 5., 6., 7. Edition. Aber eigentlich hat jeder in irgendeiner Art und Weise Marines da im Schrank stehen. Und das macht die natürlich attraktiv, deswegen sind jetzt auch viele Leute da und holen die alten Marines aus dem Schrank. Alles da gibt es ja noch die neuen Primaris und der Repulsor gefällt mir ganz gut. Vor allem machen wir eine völlig neue Armee, nicht mehr die alten Sachen aus dem Schrank, aber die werden natürlich einfach viel gespielt halt auch. Das wird sich auch ein bisschen relativieren, wenn jetzt noch die nächsten beiden Supplements rauskommen von den Salamanders Iron Fists, dann hat man auch auf der Marine-Seite auch die große Range. So, wenn man sich die Turniere anguckt, was in Nerve nicht los war auf dem großen Asbellica-Turnier oder auf dem GT in Bremen von den Target Priority-Jungs, da waren natürlich Marines super erfolgreich, auch jetzt im letzten Wochenende in den USA. Ja, Iron Hands noch und Möcher, das Thema hat sich vielleicht ein bisschen erledigt, aber das wird sich, glaube ich, wieder einfallen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie bei der LWO bei weiß nicht wie viel 100 Teilnehmern da irgendwie 60% Marines sind. Ich glaube, das pendelt sich ein und nicht nur, weil andere auch wieder stärker werden, sondern einfach, weil das ein bisschen abhängt. Es kommt halt so ein bisschen so rüber, finde ich, wie der Unterschied. Er ist nicht ganz so krass, aber so ähnlich wie zwischen den Index-Armeen damals und den Codices-Armeen. Ja. Und so ähnlich wird sich das auch ausregeln. Da hat ja auch jeder plötzlich Space Marines mit Bobby G gespielt. Ja. Aber wie lang? Das ging einen Monat so, dann gab es irgendwann den Astra Militarum Codex, dann sind schon wieder viele umgeswitcht. Das ist jetzt gerade der heiße Scheiß. Und auf jedem Podcast-Kanal, jedem Interview hört man, oh, Marines sind so stark. Dann sind halt auch viele Leute bei, die Marines spielen, aber da muss man das auch immer, glaube ich, relativ sehen. Habe ich jetzt hier gerade so ein US-Turnier mit 200 Spielern, dann hat das natürlich schon irgendwie eine Auswirkung, aber bei unseren normalen Eintagesturnieren, 3 Runden, da kann ich auch so ein ganzes Turnier spielen und laufe den nicht einmal über den Weg. Das ist, glaube ich, nach wie vor so. Das wird auch weiter so sein. Also ich bin halt echt mal gespannt jetzt. Ich glaube, als es werden jetzt Dark Elder und also Drukhari und Elder, das sah so aus, weil die haben jetzt durch die neue Box doch nochmal ein paar Sonderregeln bekommen. Ich glaube, so Custom Chapter Tactics kriegen die irgendwie, ne? Wobei das, also man muss ja sagen, Dark Elder und Elder, die Chapter Tactics oder Obsessions oder wie sie Craft World, ich weiß nicht wie das. Der Begriff ist ehrlich gesagt von den normalen Elder. Die sind ja nicht schlecht. Also ein globales -1 to hit, auch auf meinen Fahrzeugen für Alleiter. Ich glaube, da würden gerne viele andere Armeen für tauschen. Da bin ich auch mal gespannt, ob sie das nochmal umhören, praktisch so mal wie bei der Raven. Also aktuell würde ich sagen, die ganzen Elder Flyer sind durch die Marines und die Rerolls vom Chapter Master hat sich diese ganze Elder Flyer Meta in Luft aufgelöst. Und die armen Tau-Spieler, die armen Necron-Spieler, die armen Ork-Spieler, die Orks treffen immer noch 6, aber denen ist es eigentlich egal. Guck halt in die Röhre, ne? Ja. Das ist also, bei uns ist ja, ihr habt ihn auch schon öfter auf dem Channel gesehen, der Marc, der spielt ja Ork schon lange und finde ich auch gut. Und ich habe bei dem auch nicht das Gefühl, dass jetzt Orks chancenlos wären gegen Marines. Wobei, ich glaube halt, so gegen die Flyer, die Traktorkanonen treffen automatisch mal nicht, ne? Aber die anderen, okay, die Flieger. Die anderen müssen treffen und haben 4er BF, die von den Gretchen werden, ne? Die Mech-Guns, die Smasher-Guns. Da tut sich schon ein bisschen, auch wenn es ein schlechter trifft, noch extra. Aber
ist ihm wahrscheinlich egal. Der hat so viele Würfel, hat zur Verfügung. Und ob er auf die 5, also dann auf die 6 trifft oder auf die 5 und 6 bei vielen Einern, das ist ihm eigentlich egal. Dann mit Daka kommt dann immer noch mal irgendwas um die Ecke geflogen. Ja, dann Dankeschön fürs Interview. Ja, gerne. Und wir sehen uns bei den nächsten Interviews. Ciao. Servus Leute, meine erste Runde gegen den lieben Markus ist schon vorbei. Wir haben die Ehre gehabt im ersten Spiel. Genau. Und Markus, erzähl ganz kurz, was du gespielt hast am besten und dann sagen wir euch auch das Ergebnis. Okay, ich habe drei Knight Crusader gespielt, einen mit der Rapid Fire Cannon und zwei mit Melter, dazu noch zwei Heavy Marines. Ja, einfach mal just for fun und... Das hättest du dir sparen können, ne? Einfach mal just for fun. Lief dann doch besser als gedacht. Ich hatte zwar nicht die erste Runde, aber dann haben die Destroyer halt den Warlord nur auf 3 CP runtergeknüppelt bekommen. Und die Custodes konnten nicht so weit ranfahren. Ne? Ja. Ja gut, die Aufstellungszone war ja eigentlich... Wir hatten dieses Hammer and Anvil oder sowas. Genau, Hammerschlag. Oder auf Deutsch, Hammer und Anvil. Also 24, also auf die langen Kanten, 24 Zoll Aufstellungszone, in der Mitte entsprechend auch nochmal 24 frei. Und dadurch hatte ich natürlich einen weiten Weg, weil du dich komplett hinten reingestellt hast. Er hat zum Glück nicht dran gedacht, dass der Manipulus ein bisschen bolstert. Das heißt, ich kriege nochmal 6 Zoll Reichweite auf die Plasmas. Genau, sonst hätte ich mich auf die Seite der Custodes gestellt und versucht, da ein bisschen aus der Range zu kommen. Aber egal, weil die Destroyer trotz, also ich habe so dieses Riser-Bataillon, wie ich ja euch ja schon erzählt habe, und durch den Manipulus oder dieses Servitor-Manipul kann ich plus 1 zu Hit machen und dann mit dem Stratagem von Riser kriegen die, wenn sie überhitzen, nochmal insgesamt 3 Schaden flat, bei nicht überhitzen 2 Schaden. Und mit 7 Destroyern geht statistisch eigentlich locker mal so Knight. Und bei dir hat es jetzt leider nicht geklappt in der ersten Runde und dann musste ich halt leider durch die Aufstellungszone, ich musste halt trotzdem aggressiv nach vorne. Im Endeffekt hast du mich richtig rasiert. Kann man so sagen. Und also war trotzdem ein echt schönes Spiel, war sehr angenehm mit dir zu spielen. Das ist die Hauptsache, ne? Ja. Also war keine Regelfickerei dabei oder sonst irgendwas. Ja. Also, hat schon gepasst, hat mich gefreut auf jeden Fall. Ja, mich auch. Ja. Ne? Dann gucken wir mal, was wir noch so an Interviewgästen für euch finden. Ich weiß nicht, wie weit die anderen sind. Wir sind, glaube ich, die Ersten, die fertig waren. Ne? Ja. Spricht jetzt nicht unbedingt für mich, aber für dich. Und ja, ich muss nicht gegen Orks ran. Ich hoffe es. Sind garstige Orklisten dabei. Und ich hoffe es. Du musst jetzt gegen unseren Marc vielleicht ran. Das, aber nee, Marc sieht es auch gut aus. Das ist so ausgeglichen noch, glaube ich, noch relativ. Ja, gucken wir mal. Ich wünsche dir alles Gute. Auf jeden Fall, weil wir spielen ja jetzt nicht mehr gegeneinander. Leider nicht. Okay, ich danke dir. Bis dann. So, da wären wir mit der nächsten Paarung. Den Hermi kennt ihr ja. Kannst du dich ja gerne mal kurz vorstellen. Ja, hi, ich bin Grisha Gerwert. Ich komme hier aus dem Club von Pathfinder, wo auch heute das Turnier stattfindet. Sehr gut. Ihr habt gespielt Space Marines, bei dir weiß ich's. Iron Hands gegen Space Marine Mix. Also ich habe Blood Angels, ein Detachment White Scars und einmal ein Supreme Command Detachment mit 3 Chaplain Vanuatu Dreadnoughts von eigenem Chapter. Wie lief's denn? Bist du vielleicht an? Ja, also lief eigentlich so, wie ich nach der Taktik auch das Armeekonzept aufgestellt habe. Also ich habe 6 5er Scouts-Trupp, die ich irgendwo vorne halt platziere, damit die verdeckt sind. ITC ist natürlich gut, weil die untere Gebäudereihe halt komplett Sichtschutz ist. Dann kann man die Scouts eigentlich ziemlich gut positionieren, dass man keine Sichtlinie, dass der Gegner keine Sicht hat und die Charaktere halt alle nicht abschießen kann. Mhm. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger das Konzept der Armee und ist jetzt auch eigentlich ganz gut aufgegangen. Ja. Ich spiele halt eigentlich sehr offensiv immer. Auch mit sonst mit Blood Angels, Space Wolves oder auch mit Zinch, mit Thousand Suns. Und ich muss mich ein bisschen zurückhalten, merke ich, weil ich will einfach nach vorne. Aber es ist einfach schlauer, wenn die Leute nicht abschießen können, kann ich hinten bleiben. Ich habe Venom und Dreadnoughts und die auch schießen können. Jetzt nicht viel, aber ein bisschen und der Gegner kann halt nichts machen. Und ja, jetzt war mit Christian was ein bisschen die neuen Battle Suits, da diese Invictus, glaube ich. Ja, die sind dann gegen meine Liste schon ein bisschen gefährlich, weil die halt
scouten können und dann mit den Flamern machen die halt die Scouts alle weg, ne? Aber, ja. Ja, aber das war auch, da bin ich doch ein Ticken zu offensiv gewesen. Ich glaube, ich hätte in einem Charge nicht machen sollen, das war so ein bisschen für mich. Da wurde ich dann von den Veteran Redboards ein bisschen verprügelt. Da kam auf einmal nur Boden reingeknallert. Okay, ich hab auch 6 auf Philo Flame. Mach ich das? Ey. Auf jeden Fall, bei mir halt, ich weiß ganz genau, das Problem war bei mir auch, ich habe in letzter Zeit wenig gespielt. Ich bin ein bisschen langsam, habe ein paar Sachen vergessen. Punkt war auch, dass meine Liste nicht so ganz gepasst hat. Meine Liste ist eben nicht so ausgemaxt, aber das Ding ist auch, ich habe jetzt quasi nach dem neuen Errata gespielt und dann kann ich auf einmal, ist die Fahrzeugbubble, die ich eigentlich spiele, die ist keine Ballerburg. Das ist vollkommen hinfällig. Bei 5er Retter geht man auf Infanterie. Okay, jetzt muss ich die Aggressors aussteigen lassen, damit ich irgendwie abschirme und. Ach, das war vollkommen. Also wirklich, ja, aber alles so banal. Das ist echt cool von dir, dass du nach dem neuen Errata gespielt hast. Ja, aber es ist auch irgendwie doof, wenn da jetzt Errata mal da einen Tag später rauskommt. Ja. Also dann spiele ich jetzt lieber gleich nach, anstatt mich dann irgendwie wieder umzustellen. Jetzt ist wieder das Neue, okay. Mhm. Ja. Lieber einmal jetzt durchziehen, scheißegal. Halt ein bisschen merkwürdig, es ist halt dann aufgefallen, das merkt man auch, wenn halt einfach der Durchschlag dann durchgeht durch die Fahrzeuge und du nur noch den 6er von der Pain hast, den ich auch mal gepusht habe, aber das hat mir auch nicht wirklich viel geholfen bei der Masse an Wunden. Also es hat sich wirklich geleppert, du hast auch gut gewürfelt und ich habe auch teilweise echt beschissen gewürfelt. Hab ich auch das gehört. Das gehört bei dir dazu, ja. Snake Eyes Herren. Ja, ansonsten eigentlich, ich habe mal bei Aufstellungen gewürfelt. Das war ganz okay. Ich habe mich relativ gut aufgestellt. Ich habe nur einmal so ein bisschen eine Lücke gezogen, wo er dann halt mit einer Verso-Assassine hinten reinklatschen konnte. Ja. Und war dann quasi so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Der hat mich dann auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber ich habe halt gemerkt, dass sich diese 3 Befehlspunkte lohnen für die Intercessors mit den Stalker-Bolt-Gewehren. Mhm. Das ist echt cool. Auch wenn sie eine Stärke 4 haben, ey, da hinten ist ein Librarian. Das ist ein normaler Librarian, der hat keinen Retter. Buff draufrotzen und dann der DS-3 bei den Stalker-Bolt-Gewehren. Diese 2, was er gepusht hat in der Devastator-Doktrin. DS-3 ist geil. 2 Schaden, ja. 2 Schaden flat. Hey, ich habe eine 6 gewürfelt. Eine Mortal Wound on top. Geil. Also, das kann man auch, das werde ich auch demnächst noch pushen. Ich werde auf jeden Fall die Liste so ein bisschen abändern. Ich werde noch einen Chaplain dazu nehmen und der nimmt dann das Katechismus des Feuers. Dass ich da nochmal +1 auf meinen Verwundungswurf bekomme. Das ist geil. Bei Fernkampfattacken. Das ist richtig gut. Die Champions sind sowieso geil, ne? Also jetzt mit dem. Ja, die Little Nines. Du kannst die ja noch nicht nutzen, ne? Bei den Blood Angels, oder? Doch. Die Little Nines kann ich mit den Chaplain, wenn du mir Dead Nuts nehmen. Das geht auch. Die kann jeder einen nehmen. Das ist geil. Was war bei euch so die Einheit im Spiel, wo ihr sagt, so, die hat geregelt? Bei mir, wer richtig durchgehalten hat. Malkan Fibers. Der hat auch richtig gute Fino Paints immer. Ja, auf jeden Fall. Die kam richtig gut durchgehalten. Ja. Alles andere überall eigentlich so ziemlich gut verkackt. Malkan Fibers, Bomb, und da kommen Attacken von der Death Company. Die hacken auf dem einen. Und da kommt die E-Faust. Weggerollt. Das war der langt auch noch zu eigentlich mit seiner Axt, ne? Ja, aber das Doofe ist bei ihm, dass er im Nahkampf noch auf die Greif trifft. Das musste halt dann irgendwie dann wieder mit CPs pushen, aber ich habe die CPs andersweit ausgegeben, das war dann so ein bisschen. Ich habe ab Runde 2 schon gemerkt, das geht hier ganz schön in die Hose. War es eigentlich teuer von den CP? Also bei den neuen Marines, ich kann das noch gar nicht einschätzen, ob das. Inwiefern teuer? Der früher, also ich habe ja auch schon mal in der 8. Mal eine Weile Primaris gespielt und da hattest du halt eigentlich immer CP en masse und musstest gar nicht wohin damit, weil du halt nichts hattest zum Ausgeben. Ja, jetzt hast du ja die Möglichkeit. Du hast zweimal diese 3 CP für Snipen mit den Volta-Waffels. Ja, genau. Das ist natürlich schon teuer. Ja, das ist teuer. Das Snipen ist echt teuer, aber ansonsten ist das cool. Und bei dir? Das war bei dir so der Held. Held, ja. Also alle haben eigentlich. Ich habe meins ganz Captain noch bei. Auf Mord, willst du dazukommen? Ich muss ja gleich mal was rausschneiden. Ich hab einen White Scars Captain noch bei. Und der ist natürlich gegen solche Listen eigentlich geil. Der kann 22 Zoll advancen. Und
also mit dem Gelegt halt wie Fly über Gebäude und Einheiten drüber und dann noch chargen und halt auf 4 plus kann der Gegner nicht aus dem Nahkampf raus, wenn er sich zurückziehen muss. Das Gas nicht. Da kannst du halt schon, wenn du Glück hast, gut was binden, dass die Panzer zum Beispiel, die nicht aus dem Nahkampf waren, kannst du auch nicht abschießen. Das ist schon geil. Also den fand ich jetzt gut. Das haben alle eigentlich mehr oder weniger das Glück, was sie machen sollten. Sehr gut. Dann Dankeschön, Jungs, fürs Interview. Ja. Bis zum nächsten Mal. So, liebe Freunde, wir befinden uns jetzt in der zweiten Phase des Turniers. Nachdem die ersten Paarungen abgelaufen sind, die Jungs von Mini Paradise nicht ganz überragend abgeschnitten haben, außer Bieger, sind wir hier im zweiten Abschnitt. Die erste, da nehme ich eins das hier, also drei. Die andere. Der Feuer kann da auch nichts irgendwie geben. Pistolen von den beiden. Jetzt hier ist erster Gegner. Jetzt gucke ich mal, ob ich den CP wieder bekomme. Nein. So. Dann. Hermi, wie läuft's? Ganz okay. Die vier Markern, dein Repulsor. So, da ist er, der Timmy. Na, Timmy, wie läuft's? Ich sehe nichts. Ich kann nichts beschießen. Das Gelände ist schon echt gut für mich, muss man sagen. Ja, das hatte ich mir bei der Aufschlag auch schon. Der Timmy verhungert da. In der Ecke. Was zu essen? Kannst ein bisschen Fisch haben. So, hier, das wichtige Duell, Mini Paradise intern. Oh, Robert schüttelt schon den Kopf. Nein, alles gut, aber das ist halt schade, ne? Das haben wir schon mal gehabt, das Duell. Ich hoffe, es läuft diesmal besser, Robert. Für beide. Ja, für ihn läuft es auf jeden Fall besser. Für mich läuft es nicht so gut heute. Oh, der Marc hat heute einfach kein Glück. Nee, heute ein bisschen. Das ist ein Sound an. Ja, die sind ein Sound ab. Live. Oh, hier bald ist auch alles hinten in der Ecke. Die gefürchteten Iron Hands. Der Kommissar und ich selbst mit Info. Ich kann den Kommissar nicht befehligen. Der kann nur Regimentssachen befehligen und der Kommissar ist Offizio. Ja. Jetzt haben wir fast alle Tische durch. Ihr merkt, es sind viele Leute hier. Alle schön bemalte Armeen. Ja, auch ein Spieler, den wir vom letzten Warhammer 40k Turnier kennen mit seinen Orks. Hier spielt der Vega. Na, Vega, wie läuft's? Er sieht nicht so begeistert aus. Zu viel Feuerpower von Elder. Nein. Aber es steht noch so viel von dem stinkenden Zeug. Drei Stück. Nummer 3. Das ist dann gegangen, 5 jetzt, ne? Ja. Diesmal habe ich den Björn bei mir. Der Björn hat seine ersten beiden Spiele, wie ich gehört habe, ziemlich rasiert. Ja. Mit Iron Hands. Wie lief's denn? Ja, also es lief im ersten Spiel war auch gegen Iron Hands, gegen andere Iron Hands. Ich habe ein bisschen eine andere Liste als die meisten hier, mit 4 verschiedenen Cyborgs dabei, mit einem Venerable, mit Laser und Faust, einem Redemptor, einem Leviathan und einem Contentor mit 4 Laserkanonen. Und mein Gegner hatte im ersten Spiel 2 Repulsors, also einmal den Executioner und einen normal. Und hatte einfach insgesamt zu wenig Panzerabwehr, um meine Cyborgs Schaden zu machen, weil ich den Renault Cyborg noch Charakterschutz gegeben habe. Und so hat es nie geschafft, einen kaputt zu machen. Ich konnte dann immer mit dem Warlord Trade ganz doppelt reparieren und das hat gut funktioniert. Ja, war relativ hoch dann, kam weit nach vorne. Und zweites Spiel jetzt gegen einen Kollegen mit Elder, Dark Elder, also Dark Elder und 3 Elder Flieger.
Und da ging es die Liste optimal, weil ich habe noch einen Chaplain mit für plus 1 auf Hits. Das ist dann auch ein BF2 Laser-Side, schon ziemlich gut, mit vollen Rerolls. Und der Lydia Run ist halt gegen Elder und Dark Elder Fahrzeug auch perfekt, weil die halt nur Tafel 6 haben, er hat BF2, trifft also selbst einen Leiterflieger auf die 4, rerollable, was dann 15 aus 20 Schuss sind, die treffen. Ja, und ich glaube, das war jetzt Anfang Runde 4 getabled. Ja, ich habe eigentlich erwartet, dass die Liste von mir was weniger Output hat. Dafür der Input recht hoch ist mit dem Ironstone und dann noch der Möglichkeit, mit Company Veterans Runden abzugeben. Das habe ich jetzt auch im Spiel 2 gemacht, alle Sidebots zu Charakteren. Dann den Chapter Master mit einem 5er Final Pain ausgestattet und zwischen alle. Und dann die Company Veterans und 3-Shots den Chapter Master. Sodass, wenn jemand auf einen Cyber schießt, hat der einen Schutzwurf dagegen. Dann geht das auf den Chapter Master mit dem 5er Final Pain und von dem weiter auf die Company Veterans mit dem Final Pain. Und ich habe jetzt, glaube ich, in dem Spiel 10 Scouts und Top Spacemans verloren. Also. Gegen die Liste, also ich habe die Liste auch mal gesehen, die hat schon eigentlich normalerweise, wenn man jetzt nicht mit Reeds gespielt hat, schon harten Output, also der fässt hier schon hart ins Gesicht eigentlich mit dem vielen Dagger, den er hat. Der hat so roundabout 40 Schuss Death Integrator. Dark Elder, Elder Kombi ist das. Wenn man so 40 Schuss Death Integrator mit dem, ich glaube 27 von den Ravagers und dann nochmal irgendwie 12 von den Fliegern. Und dann noch die Pulsare und die Starkin. Also der kommt eigentlich schon richtig viel zustande und trotzdem, das reicht nicht. Ja, also zu Recht, dass der Ironstone auch gemacht wird. Weil im Endeffekt jeder Disintegrator ist Damage 1. Zwei von meinen Cyber 2 Rettungswürfe, alle haben 4 No Pain und gehen noch 100. Also da macht das nicht Schaden. Und dann kannst du noch heilen. Wenn was Schaden ist, kannst du ja wirklich. Genau. Noch, also du spielst jetzt noch Pre-FAQ. Genau. Das ist ja hardcore, dass du da noch nachheilen kannst. So. Genau, ich habe vor allem in der Liste, was vielleicht auch anders als viele Ironmans ist, den Fallboss nicht drin, weil die Rettungswürfe fand ich nicht so worth, weil das wird nur dem Lelenta helfen, weil der Venerable hat eh Charakterschutz und die anderen beiden haben von Haus aus einen Retter. BF2 brauche ich nicht, weil alles hat BF2 bis auf den Lelenta und der kriegt plus 1 von Chaplain und der kostet halt so viele Punkte. Und da habe ich dann lieber den normalen Tech Marine auf Bike dabei, der kann mit jedem mithalten vom Tempo her. Und kriegt einfach den Warlock Trail für plus 1 auf Reparieren und macht den Schnitt auch teilweise wieder dran und dann ist halt gut. Krass. Ja. Was hast du allgemein zu dem FAQ-Kurs? Findest du das jetzt irgendwie übertrieben oder sagst du, ist schon gerechtfertigt? Oder? Also ich würde vermuten, dass jetzt mehr Successor gespielt wird als reine Iron Hands. Ich finde es gut, dass sie so schnell reagiert haben, weil der war halt, also Serpents hat schon jeder gemacht, dass sie zu gut sind und wenn man halt einfach 1000 Punkte Fahrzeug in die Service Shield geben kann für 100 Punkte, auf dem, das ist halt einfach so. Ich hätte mir bei der Änderung gewünscht, dass das auf ein Fahrzeug geht, aber dann wie Lightning Fast Reflexes angemacht wird, wenn es als Ziel ausgewählt wird, sodass man der Gegner das wenigstens einmal nicht umgehen kann. Ja. Aber so ist halt auch fair. Ich denke, dann wird jetzt mehr Master Artisans und Stealthy Successor Chapter rumlaufen oder so. Ist aber besser als wir. Also, ich habe vier komische alte Cybers mit, die vorher gar nichts konnten, die haben jetzt zwei ziemlich gute Listen kaputt gemacht. Das ist halt nicht feierlich. Ja. Da kommt sogar noch Roman Part. Man nimmt nicht dann wieder teil. Oder wie läuft's? Ich muss aufs Klo. Ja, ihr seht, das sind alle. Was hast du eigentlich allgemein zu den Space Marines? Also, schön natürlich, ich spiele seit ewig unter Titan Space Marines und natürlich geil, dass sie jetzt auch anders können. Das ist irgendwie nett. Ich finde es auch gut, dass sie die Primaris ein bisschen useful gemacht haben, vor allem die Aggressor-Änderungen auf 3 Leben, weil jeder wird irgendwann sehen, 2 Leben ist halt nicht doppelt so viel wert wie ein Leben. Die ganzen Desintegrators und Battlecans und so, da sind 2 Leben wertlos. Deswegen finde ich es gut, dass sie auf 3 gegangen sind. Insgesamt finde ich, es ist ein bisschen too much, weil alle Änderungen offensiv sind. Jeder rerollt jeden Mist. 1000 Mal, Schnellfeuer auf volle Reichweite, Doppelfeuert, wenn er sich bewegt hat, also ein Rums. Und defensiv hat sich nichts geändert. Ich hatte ein Spiel auf 1250 gegen Dark Elder und meine 20 Intercessors sind immer noch genauso schnell umgefallen wie vorher. Nur, dass sie halt davor viel mehr Schaden machen. Also es sind komplette Glaskanonen geworden. Und insofern gut, dass sie was gemacht haben, aber ich finde, insgesamt merkt man, wenn GW korrigiert, dann dadurch, dass es einfach mehr Output bekommt, viel mehr. Und das ist jetzt abgesehen vom Ironstone, der ein bisschen lächerlich war, ist das ja
schön, dass sie was machen, aber es geht halt wieder in die Richtung 7. Edition, wo wir uns am Ende jeder mit 8D-Strahldämmung rüsten. Und du eigentlich nur, ich nehme dir die Einheit, du nimmst mir die Einheit raus und später. Ja, das sagen ja viele, ne, dass die Space Marines noch dadurch gebalanced sind, dass du sie halt immer noch genauso schnell wie vorher töten kannst, eigentlich, außer jetzt Gravis Armor. Die haben ja alle plus 1 bekommen. Weil das ist so auch noch den Punkt, wo ich sage, so, ja, das passt da halt irgendwie noch und wahrscheinlich müssen wir uns auch einfach alle erstmal wieder auf Space Marines einstellen. Ja. Ist der neue heiße Scheiß. So, da kommt jetzt irgendwie jeden Monat ein neuer Codex raus, nochmal mehr, nochmal mehr. Ich finde nur auch krass, dass sie so viele Gefechtsoptionen haben. Ja. Also ich spiele sehr gerne Death Guard eigentlich und da habe ich halt anderthalb Seiten Gefechtsoptionen. So, ja. Und irgendwie drei Relikte, die useful sind. So, wenn ich dann mir die neuen Codex angucke von den Space Marines, da habe ich halt irgendwie insgesamt pro Orden 6 Seiten Gefechtsoptionen. Genau, irgendwie 3 oder 4 vom Codex und nochmal 2 von den Das ist zu viel. Das ist krass, das haben auch schon andere gesagt, dass es einfach zu viele Möglichkeiten sind für Marines. Und dass sie so viele Möglichkeiten haben, dafür können sie alles einfach zu gut in diese Richtung dann. Ja, also ich in letzter Zeit hatte ich aus weniger Zeit, aber ich würde mal sagen, dass ich in so der deutschen Turnier-Community schon einer der war, ich kenne nicht so gar nichts. Und es ist auch für mich super schwer, Schritt zu halten, noch Podcasts hören, was sich irgendwie wieder für Sachen überlegt hat. Und ich würde mal sagen, mindestens ein Drittel der Strategie könnte ich dir nicht mal aus dem Kopf aufzählen, die ich benutzen kann. Weil man hat eigentlich fast keine Option mehr, außer sich vorher anzugucken, was man machen will. Weil gerade so in einem dritten Spiel oder so, wenn die Konzentration nicht mehr da ist, das sind halt so die Sachen, die du im Kopf haben musst. Und das ist sehr viel. Was ein bisschen schade ist. Also, dass man halt so viele Seiten Regeln kriegt, von denen man dann sehr viel unbedingt benutzt. Ich bin auch gespannt, was dann auch passiert, wenn jetzt wirklich noch andere Völker jetzt auch so, dann ist sich ja irgendwie noch nicht so richtig sicher, ob jetzt irgendwie alle Völker in dem nächsten Jahr neue Sachen kriegen. Das war ja nur die Ansage bis jetzt, die ich kenne, dass jedes Volk neue Rules und ein neues Model kriegen soll. Wenn jetzt aber wirklich irgendwie alle nochmal neue Kodizes kriegen, das wird ja... Also und dann noch die ganzen Supplements dabei vielleicht. Also bei Chaos wird das ja wahrscheinlich genauso laufen. Ich drücke eigentlich die Daumen fürs Chaos. Ja, spielst du auch Space Marines? Ich habe Anfang mal der 8. öfter mal gespielt, aber nur im freundschaftlichen Bereich. Also da war es okay, aber im kompetitiven Bereich wusste ich einfach, da geht nichts. Ja, also ich merke jetzt, wenn man selber Space Marines spielt und es schon schwer ist, Schritt zu halten, wie muss das erst für wen sein, der, sag ich mal, 5-6 Mal im Jahr auf ein Turnier fährt, aber jetzt nicht irgendwie in the to win, sondern einfach einen Spaß zu haben? Der steht ja die ganze Zeit nur davor, das ist ein bisschen wie Elder früher, wie du musst ja gar keine Regeln mehr halten. So. Ja. Gerade beim Spiel gegen Dark Elder auch, die mit bis zu -3 um sich werfen, aber das ist halt egal, weil ich habe jetzt eine Regel, die dann trotzdem noch wiederholen darf und bloß auf Hit und BF2 und alles wiederholen. Ich habe noch 75% Trefferrate gegen einen Allied-Top-Flieger mit Lightning Fast Reflexes drauf und der kann sich das halt auch schenken, weil er so oder so stirbt. Das ist irgendwie ein bisschen. Und wenn du das nicht auch noch alles kennst als Gegner, rennst du ja in eine Falle nach der anderen. Ja. Das ist halt richtig, richtig übel. Also ich weiß auch nicht, wie wir da irgendwie alle Schritt halten sollen. Aber also das mit den Rerolls ist halt einfach krass. Ja, zu viel. So, du denkst halt einfach wirklich, der nimmt halt gar keine Würfel raus. Und normalerweise denkst du ja, okay, der würfelt jetzt einen Marine, der trifft auf die 3, okay, gut, nimmt da ein bisschen was auf, verwundet, nimmt auch noch was auf, dann kommen von 7 Schüssen vielleicht 3 durch. So, ja. Und mit den ganzen Rerolls bist du aber bei 6. Ja. So, und es ist heute nicht nur einmal passiert, dass der Levi 20 aus 20 getroffen hat. Also es ist halt schon einfach ziemlich toll. Also das sind im Endeffekt, Marines sind jetzt im Prinzip alle Flammenwerfer. Das ist halt schwierig. Ja. Da bin ich auch mal auf diese Elementers gespannt mit den festen 6. Ja, was ich mir ein bisschen frage ist, also es ist ja schwer irgendwie den Mittelweg zu finden zwischen 1er Reroll oder wenn du ein BF2 Modell hast. Und Reroll all failed jetzt, dann hast du nie mehr als Reroll 1. Ja. Und den Zwischenweg zu finden ist schwer. Und was halt vielleicht eine coole Sache wäre, einzelne Waffen wie so an Varianzleiten zu buffen. Also dass man nicht sagt, der Chapter Master gibt jedem Reroll all hits, sondern die Laserkanone kriegt plus 1 auf Treffer, so für jeden Fahrzeug. So dass so eine Waffe mit so einer hohen Varianz, deswegen so früher auch ungern gespielt wurde, da ihre Verbesserung kriegt, aber nicht gleichzeitig noch die 200.000 Schuss von den Aggressors alle jetzt wiederholen. Ja. Irgendwie in die Richtung, ich weiß nicht. Also so kommt es einem zu viel vor, aber die alte Chapter Master Bubble kam dann auch irgendwie zu wenig vor. Das ist irgendwie schwierig, da eine Mittelweg zu finden. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Dankeschön. Bitteschön. Und bis zum nächsten Interview. Ciao. So. Also, damit werden wir beim nächsten Interview, beim nächsten Bärchen. Servus. Stell dich mal vor.
Ja. Ja, wie vorhin schon im Auto gesagt, Stefan, Team in the Paradise aus Kassel. Ja, hi. Ich bin Maurice, Masters of Puppets und komme aus Witten. Ihr habt jetzt gegeneinander gespielt. Ihr habt beide euer erstes Spiel gewonnen. Genau, wir haben beide gewonnen. Knapp. Und ich will jetzt raten, ich habe nämlich vor dem Spiel gesagt, der Beger gewinnt sein zweites Spiel. Jetzt Auflösung. Nein, Beger hat nicht gewonnen. Schade. Wenn er angefangen hätte, dann bestimmt. Ja. Wie ging's denn? Ja, also ich habe gewonnen, deswegen ist es nicht gut. Ja. Am Ende stand es 24-21. Ja, genau, relativ knapp für mich dann noch. Die Nörglinge sind wie immer sehr, sehr widerlich zäh. Ja. Kannst du nichts sagen. Zeltwürfe haben nicht so geklappt wie beim letzten Spiel. Ja. Da habe ich die guten Würfel aufgebraucht. ja, mein Knight hat halt ziemlich viel Beschuss fressen müssen. Sehr viel Beschuss von den Eldern. Was willst du haben? Dadurch ging der auch relativ schnell. Ich konnte noch einen Surgeon ziehen, dass er wiederkommt. Dann konnte er noch mal eine Runde ein bisschen was wegballern. Aber gegen so viel Beschuss mache ich dann halt auch nichts. Und dann halt noch mit den zwei dicken Porticus und Great Anklemon ein bisschen was weggeschwartet. Aber gegen die Beweglichkeit und die Feuerkraft von dem Prismen und sowas schlecht. Ganz schlecht. Genau, ich habe natürlich die Stärken der Eltern gut ausgespielt, würde ich zumindest behaupten. Ja. Ich bin den Nörgling halt weggerannt, ich bin weggelogen, das heißt, er konnte seine ganzen Flamer selten nutzen. Er konnte die Dicken kaum einsetzen, weil sie halt nirgendwo dran kamen, weil ich immer weggeflogen bin, weggelaufen bin. Zwischendurch sind natürlich trotzdem irgendwo immer mal wieder dran gekommen, deswegen ein paar Sachen sind dann gegangen. Von meinen 9 Fahrzeugen waren am Ende 5 tot. Eher mit vollem Leben, aber ich bin ihm halt ausgewichen, er konnte nichts machen, ich habe ihn nicht mehr tot gekriegt. Und ja, hab das Spiel dann ausgesessen und Der Great Anklemon hat einmal ordentlich zugeschlagen, als er mal dran war. Problem war dann beim D6x2 durch Psi-Kraft und noch plus 1 oben drauf. Maximal wären 13 durchgekommen. Was passiert? Ich würfel eine 1 bei dem Schadenswurf und mache 3 Schaden. Und so wäre der eine Serpent noch Feuer weg gewesen. Aber schönes, angenehmes Spiel. Hat super Spaß gemacht. Wieder viel gelernt. Und gerne wieder so. Gerne auch, wenn ich verliere, aber es ist, wie du schon sagst, angenehme Spiele, wenn man Dinge lernt, das ist immer wichtig. Dass die auf unter 7 Zoll minus 1 to hit kriegen, das war mir auch nicht klar. Hätte ich mich mal vorgestellt. Ja, das ist der General, das macht Spaß. Ja. Erstmal drauf, cool. Auch ein dicker halt, minus 2 to hit in 7 Zoll Range. Wie gefallen euch eure Listen bisher so auf dem Turnier? Also, gutes Gefühl, schlechtes Gefühl? Also bei meinen Eltern spielt sie seit 3 Monaten, das heißt, alles, was ich heute hier dabei habe, sind die einzigen Elder, die ich angemalt habe. Da kann man auf jeden Fall einiges noch optimieren. Ich komme eigentlich aus so einer Tyranniden-Armee, 150 Modellen, habe gesagt, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr so viele. Ich habe jetzt 9 Fahrzeuge, ich brauche den Bataillon, deswegen sind da noch 20 Infanteristen drin. ja, finde es aber eigentlich geil, das Spiel mit so großen Modellen und will eigentlich nicht auf diesen Flieger-Spam raus, mit Dark Elder-Flieger noch. Muss mir jetzt demnächst ein bisschen überlegen, was habe ich vor, was kann ich machen, aber da werde ich Chapter Proof abwarten, um daraus ein bisschen was zu zaubern. Der Codex Cycling Awakening liegt auch seit Donnerstag auf dem Tisch, irgendwie, da will ich gerade dran rumwühlen, was ich da Schönes ausmache und ja. Wie gefällt dir Cycling Awakening? Da sind ein paar schöne Sachen dran, leider wieder viel zu viel für Nahkämpfer, genauso wie das bei den Inari leider auch ist. Deswegen ist das so, die Mentalität der Elder ist irgendwie nicht so ganz drin. Aus den Extra-Fähigkeiten, glaube ich, kann man relativ schöne Sachen machen. Die Runen des Glücks, die da auftauchen, die sind, glaube ich, auch ganz gut. Nicht völlig übertrieben irgendwie für Elder. Okay, da hätte Schlimmeres passieren können, gerade so nachdem wir gesehen haben, was bei Iron Hands rauskommt. Was bei den Space Marines rauskommt, da hätte man auch auf einmal minus 3 kriegen können. Irgendwie. Das kam nicht. Gott sei Dank. Ruhig sein. Bei dir, Bega? Ja, das ist jetzt das 5. Spiel mit der Liste. 3 Testspiele vorher gemacht. Ja, das letzte gegen. Das waren die Fists vom Flo. Hallo Flo. Wenn ihr dann einfach Bolterschüsse deine Warlocks kaputt machen, rastest du aus und kriegst nur das Kotzen. 3 Schaden. Ja. So, da kommen 4 Bolterschuss durch, dann ist halt so ein Warlock weg. Durch scheiß verfickte, einfache Primaris Bolter. 17 Punkte. Ja, naja, kann man nichts machen. Aber die Liste ist so ganz spaßig. Ja, der große Ritter ist halt ein Ziel für jeden. Aber die Blackbearer und die 2 Dicken hier, die performen super. Nördlinge machen das, was sie machen sollen, wenn sie gestellt werden. Hab meine eine Gruppe im Warp vergessen.
Dafür hat er in der jede Runde gepunktet. Ja, die standen in der Ruine, standen am Ziel. Selbes Ding. Ja, wir sehen im Spiel wirklich auch gehasst und dann ging es wieder kalt. Es sind Würfel. Ich habe am längsten, habe ich für die, ganz am Schluss, ich habe ihn in der letzten Runde mit der letzten Einheit getabled noch, wirklich, ich habe es geschafft. Aber was am längsten durchgehalten hat, waren einfach diese blöden Nörgelinger. Die haben jede Runde gepunktet. Jede Runde ihre Punkte geholt. Und diese drei Basen kosten wie viele Punkte? 54. 54 Punkte, 12 Leben, Kanten infiltrieren, 5er Retter, zur Not auch mal auf die 4 pushbar. Viel No Pain gegen Schadenswert 1, ja. Das ist halt, also. Und ein Dreier-Trupp ist halt moralimmun, es sei denn, er wird irgendwie behakt. Einfach geil. Weil du einfach halt nicht, du kannst halt nicht über deinen Moralwert würfeln, wenn du halt nur ein oder zwei Bases verlierst. Dann danke schön fürs Interview und ja, sehr gerne. Echt wunderschöner Armee. Ich muss gleich nochmal echt Bilder davon machen. Ja, vielen Dank. Nochmal auf. So, da sind wir wieder mit zwei alten und bekannten Gesichtern. Den Robert kennt er. Ihn auch. Mir auch, ich glaube, ohne Basecap war das erste Mal. Lass die Mütze auf. Ist das im Liegen daraus geführt. Ja, stinkig. Leider bin ich stinkig. Ich habe dich schon mehrfach in den Arm genommen nach dem Spiel. Stimmt, ja, gekuschelt. Und okay. Ich war auf den Knien vor dir. Sollte deine Freundin noch drin? Nein. Ach, alles gut. Hier. Das ist offen bei uns. Ja, wir hatten Mini Paradise intern jetzt praktisch ein Spiel. Rematch, genau. Wir haben damit geübt sogar mit dem gleichen Rüsten vor einer Woche erst. Ja. Wie ist es denn ausgegangen? Das Rematch? Oder das ist ein Rematch? Als erst habe ich gewonnen, zweiter auch. Stimmt doch gar nicht. Stimmt, nee, erst hast du gewonnen. Also jetzt ist es auch gut. Stimmt, 28, 26 hast du gewonnen, stimmt. Also. Entschuldigung, ich entschuldige mich auch. Es steht 1-1. 1-1, richtig. Das Rematch war spannend. Am Anfang dachte ich, der hat mich irgendwie. Als dachte ich auch. Seine Costolis Shield Captain und seine Costolis Biker hat er hinten in meine Ausstellungstunnel gekommen, hat gut aufgeräumt. Hinten rein. Tief hinten rein. Mit der ganzen. Ja. Und dann ist irgendwie sein Shield Captain im Abwurf. Du hast ihm eine TP ausgegeben. Zwei TP ausgegeben, dass meine Snotzogger zweimal schießen kann, wenn er stirbt. Habe ich gemacht und dann ist sein Schildkäppchen gestorben. Aber du hast eine 11 geworfen. Ich habe eine 11 geworfen, ja. Du hattest 12, glaube ich, ja. Sechster Falsch hatte ich gewürfelt. Und dann macht die ja bei jedem Treffer D3 Deadlies und da sind 9 durchgekommen. Eine 11 hast du gewürfelt. Oder eine 11? Eine 11 hast du gewürfelt. Ja, und hast du für jeden Treffer gab es W3 Deadlies. Egal, 11 oder 12 gibt es W3 Deadlies. Dann waren das, glaube ich, 3-4 Treffer und dann waren das, glaube ich, 8 Deadlies. Ne, 4 Treffer und 8 Deadlies. Zu viel. Also viel No Pain da, beziehungsweise gegen die Tödlichen da den Retter keine Chance. Ja, und dann hatte ich noch das Glück, dass ich noch 30 Boys im Transporter hatte und nochmal 30 wiederholen konnte. Und dann war es dann ab dem Zeitpunkt eigentlich gegessen. Ja. Also ich meine, klar, so mit den Dominus Manipulus mit ihrer Zweierhose, da kann man sich irgendwie noch mal ein bisschen retten, aber wenn dann 60 Boys vor einem stehen, da braucht man auch nichts mehr machen. Ne? Du hast meine Destroyer recht früh gebunden, aber eigentlich fand ich diesen Nahkampf, den wir hatten, da waren zwei, drei Vanguard Ranger Trupps mit drin, Manipulus, die Destroyer, die waren alle mit in den Nahkampf drin und da haben wir uns eigentlich ganz schön festgefressen. Ja. Dachte ich mir, komm, lässt du so laufen, weil hinten mit den Bikes und dem Captain räume ich da hinten auf. Das war so der Plan. Aber das ist nicht aufgegangen. Und da hast du das schön gedreht, du hast die Charges alle geschafft. Die Charges habe ich wirklich alle geschafft. Es ist keiner, wirklich nie einer. Dennis muss lachen. Kennt ihr das? Herr Mark hat noch nicht einmal einen Charge hoch gegen mich verkackt. Das kann er einfach nicht gegen mich. Gegen Vega oder so machst du das immer, ne? Vega sucht euch. Immer wenn ich gegen Mini Paradise spiele und eigene Leute, dann schaffe ich jeden Charge. Wenn ich gegen Fremde spiele, schaffe ich keinen. Ja. Aber war ein cooles Spiel, Marki. Ja, wie ist ausgegangen? 35-20. Ja. Also jetzt hat er gewonnen, deutlich. Und also ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Admecos Todes langsam. Wir drehen Video, hau ab. Und ich hab verloren, hau ab, lass mich halt. Ja, komm mal her, ich könnte ja noch. Ja. Ey, ich hab auch zweimal verloren. Ja, also, aber ihr seht, wir haben Spaß und das ist übrigens die komplette Mini Paradise Crew. Nein, Hermann fehlt. Ach so, der sitzt hier unten, der macht nämlich die Hose auf. Der wollte doch mal eins. War da rein, der wollte. Okay, nein. Nee, war ein cooles Spiel. Ja, wollt ihr gleich weitermachen? Ich wollte den Mega Ragata, Timmy muss ja genau. 2021. Gewonnen? Ja. Nee, verloren. Verloren? Ah.
Nein. Wir wollten nein. Ich würde ja sagen, wir haben gespielt mit Würfeln und Miniaturen, aber das ist das. Aber Vega, Tim, also, sagen, bist, der geht weg. Also, ein richtig schönes Mittelfeld jetzt, ja. Ne? Ein guten Mittelfeld. Ja, gutes Mittelfeld. Ja. Können wir alle gegeneinander spielen, ne? Ich hoffe nicht. Wir haben beide ungefähr 25 Punkte, ne? 46 Punkte. Ich habe. Erstes Spiel hast du, glaube ich, ich habe 25 Punkte im ersten gemacht und habe jetzt 21 gemacht, gegen 46. Ich auch. Ich habe auch 46. Ne, 47 habe ich. Ich möchte nicht gegen dich spielen. Kannst du nicht gewinnen. Also. Aber mit gegeneinander spielen, ich wäre dafür, dass ihr dann noch vor der Kamera ein drittes Rematch macht. Das kann man machen. Wir wollen nee, nicht mehr mit die Liste, kann das nicht mehr. Ja, eine angemeldete Liste. Können ja so ein Rematch machen. Auch einfach nur Orks gegen Admex, so das sind die Grundvoraussetzungen. Ja, und dann genau. Guckt da, was er macht. Ich will einfach noch mehr Kanonen. Ich will ein drittes von Zocker holen. Ja. Was denn passiert mir das noch, Zocker? Elf gewürfelt. Er hat den Träger getötet. Ich habe zwei CD aufgegeben, dass er nochmal schießen darf. Und dann habe ich eine Elf gewürfelt. Sein Schiebkämpfer hat nicht gegangen. Aber auch elf Schuss und dann habe ich ihn zerlegt. Das sind halt Orks, ne? Der läuft. Ja, ging, wie immer. Achso, ich habe übrigens 12 Punkte gemacht und mein Gegner 35. Drei Runden, kein Schuss, nichts. Timmy hat nichts gesehen. Das war im ersten Spiel auch schon, da hat Timmy auch nur irgendwie einmal geschossen und dann den Rest der Runden saß er da und konnte auch nicht schießen. Zu seiner Entschuldigung, er hatte wirklich einen beschissenen Map für Tower. Er hat ja so einen riesen Sichtblocker in der Mitte und da ging ja gar nichts. Ja, diese alte, diese Ruine mit dem großen Turm in der Mitte von GW, die es vor 3-4 Jahren gab, die kennen die meisten wahrscheinlich. Wo du so zwei Plattformen hast, dann so ein Verbindungsschirm in der Mitte steht dieser riesen Turm. Und das war halt einfach, und dann war die aber nochmal die. Die stand nochmal erhöht, das heißt, du konntest halt nicht rüber. Es ging einfach nicht, selbst die Riptides nicht. Ja. Nichts. Ja. Ein Riesenturm. Ja, dann. Und der Jimmy hat dann mit seinem Riesenturm gespielt. Ja, 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 ich habe mit meinem Turm gespielt. Dann Deathwatch haben eine schöne CP-Fähigkeit, dass sie meine Marker-Lights einfach wegnehmen können. Ja. Echt? Ja. Das ist der alte Marker? Also gegen Xenos, ja. Ja. Was nochmal, wie heißt denn das? Wie geht das? Das ist eine CP, wie es heißt, weiß ich nicht ganz du hast, genau. Du hast diese Befehlsoption in deinem Codex und dann kannst du deinen Charakterpunkt ausgeben. Heißt das, den Marker wegnehmen oder was? Der hat mich gefragt, bist du fertig mit Markieren? Ich so, ja, hab ja 5 Marker drauf. Okay, ein CP, 5 Marker weg. Das gibt's wirklich, das ist so geil. Extra gegen Tau? Ja, das ist ja gegen Xenos, das ist ja eine Anti-Xenos-Armee. Ja, merkt euch diese Option. Du spielst auch Xenos. Ja, aber keine Xenos. Der wird gegen dich, wird der auch noch was. Gegen alle Xenos hat die Deathwatch ein bestimmtes Mission. Krass. Das ist gegen Necrons, glaube ich, auch. Ne? Ja, was und so. Das ist schon cool. Ja, gegen jedes Xenos-Ding haben die wohl irgendwas. Ja, das ist doch eigentlich ganz cool. Haben die eigentlich gegen jedes Xenos-Ding was? Ja. Ja, ey, ja, gegen jedes Xenos-Ding was. Wie sehen denn eigentlich Xenos-Dinger aus? Okay. So ein Turm! Kommt mal rechts neben dir. Hier drin lebt das. Da liegen die Nörgeln hier drin. Stinkt ja eigentlich der Bart. Der Rohr steht sauber im Imperium, was denkst du denn? Ja, gut, ja. Ihr merkt, wir haben Spaß, jede Menge. Der Vega. Nur jetzt wieder der Hermi. Ja, der Hermi, der versucht gerade noch einen Riptide, glaube ich. Da gucken wir mal zu jetzt. Leute, mach's gut. Da kamen wir an, unter uns. Vielen, vielen Dank. Ihr habt das so echt langweilig hier gestaltet. Ich hatte überhaupt nichts zu tun, habe umgesessen, konnte mir ein paar Spiele angucken, musste hier die Zeit entschlagen. Vielen Dank dafür. Die Nase ist auch frei. Die Nase ist auch frei. Rein den Scheiß. Ah, so machst du das. Nein. War echt angenehm mit euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, einen schönen Tag, drei angenehme Spiele. Und hab noch einfach was mitgenommen, neue Leute kennengelernt, neue Armeen vielleicht kennengelernt und einfach einen rundherum schönen Tag gehabt. Wenn nicht, sagt es irgendwann im Anschluss, im Gespräch oder in der Umfrage, die man kommt, in die Wertung. Wenn wir irgendwas ändern können, machen wir das gerne. Wenn wir Sachen nicht ändern können, zum Beispiel hier oder Parkplätze, da sieht es dann eher schlecht aus. Okay, ich möchte erstmal euch einladen, ganz besonders den lieben Freunden von Mini Paradise, die uns hier mit einer Platte oder Matte unterstützt haben, so zahlreich erschienen sind und sich gewandt sind, den Freunden vom Wettbewerb-Kartell. Ich habe ihn nicht vergessen, wie soll man ihn vergessen? Kann man doch nicht vergessen. Das ist eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Ja, nein, die uns eine lange Freundschaft schon verbindet und
die uns immer gerne besuchen, den immer gerne besuchen und das kann auch gerne so weitergehen. Dann habe ich der Andi noch gebeten, es gibt auf der Ask Bellica Website eine Umfrage, einfach für die nächste Saison, dass ihr, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, daran teilnehmt, einfach Feedback einfach gibt zu den Missionen, ja, zu den Formaten ITC, AB1250, AB1750. Lasst euch da bitte nicht abschrecken, da steht drin bis heute 20 Uhr, wir haben das mal großzügig verlängert. Das wäre super, wenn deine Antworten mit, weiß ich nicht, ich finde das und das doof im Kommentarfeld dazu, und was steht, warum man das doof findet, sonst kann man da so schlecht mit arbeiten. Ist einfach so, ist halt einfach wirklich. Akzeptiert es. Wenn ihr Kritik an der AB-Umfrage habt, Dennis, euer Mann im Anschluss, könnt ihr ihn draußen im Dunkeln verprügeln. Kommt alles bei mir an. Ja, okay, super. Alles klar. Dann würde ich einmal gerne den Stefan nach vorne bitten. Stefan hat nämlich eine wunderbar, unglaublich, hässlich, schrecklich bemalte Nörgelarmee. Natürlich dafür mein kleinen Geschenk geholt. Wenn sie dir nicht gefallen, kannst du dann einmal nochmal schwarz drüber. Schön eklig gemacht. Sie können nur schöner werden dadurch. Ja. Wenigstens einer mal da vorne gewesen. Dann würde ich gerne noch die drei Leute nach vorne bitten, die nichts als Leichen auf dem Weg hinterlassen haben. Das ist einmal der Chris Breuer, der Ben for Free. Wenn nicht, dass jetzt was falsch läuft, dann geht der dritte Platz mit 94 Battle Points an den guten Ben. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz geht an 15 unglaublich schreckliche Meckerns. Und der erste Platz mit einer unauffälligen, aber unaufhaltbaren Space Marine Armee. Alles Gute. Florian, greif zu. Die freie Auswahl, eins davon ist dein. Die Meckern, die reißen. Die Meckern, die reißen. Hast du die Meckern verdient? Ohne 18, ja, ohne 18 geht es. Nimmst sie doch, oder? Ah, okay. Ach, dann ist das Lager, Alter, ja? Ich hab dich nur genommen, weil mein Ben der nicht kriegt. Vielleicht tauschen. Dann nimm die Meckern. Ja. Ja. Alex, kommst du noch ein Foto? Ja, einmal hier, einmal hier. Tschüss. Ist das okay für euch, die restlichen Preise, habe ich gesagt, wollen wir verlosen. Die haben wir noch im Angebot. Und Dennis hat das alles beobachtet nach strengen juristischen Verfahren per Excel-Zufallsausgleich. Erste Auswahl, der Alessandro, oder? Ja. Dann haben wir den Christian Mann. Hermi! Herr Meckerns! Dann haben wir den Dennis. Jetzt sind wir schwer, oder? Jawohl! Und die große Auswahl hat der Tim. Oh nein! Also, vielen Dank für den geilen Tag.
Schwung nach Hause. Oh, oh, Timmy. Jo, Leute, willkommen zurück. Diesmal auf dem Heimweg. Wir sind schon alle ziemlich fertig. Wir fahren nämlich schon eine Weile, haben schon gefuttert und das Auto ist auch schon warm. Kontaminiert. Ja. Wollen wir es mal so nennen. Auf jeden Fall, Turnier ist vorbei. Erstmal, bevor wir jetzt anfangen, nochmal ins Detail zu gehen. Riesengroßes Dankeschön an die Pathfinders von, aus Dortmund. Ja. Geiles Dankeschön. Turnier. Vielen, vielen Dank euch. Dann auch vielen, vielen Dank an die Jungs von Angelica, speziell den Andi Holtum, mit dem ich heute Abend ein bisschen länger gequatscht habe. Oder also ihr habt ja auch euch mit den Angehörigen von Erzbelika alle, ein bisschen unterhalten und so. An alle, die dieses Video jetzt auch gucken, Leute, wirklich das, dieses Projekt Erzbelika, was die da machen, das ist, das verdient so viel Respekt, wenn ihr euch einfach mal vorstellt, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ihr könnt euch, was er mir heute erzählt hat wieder, was die sich für Gedanken machen bei Regeländerungen, was die für riesen Excel-Listen haben. Da sprechen wir wirklich von der Zeitinvestition, nicht von, von ein paar Minuten, sondern das sind Tage. Und das Geile ist halt auch wirklich, dass die jetzt eine Umfrage machen auf der Seite. Leider, wenn das Video rauskommt, dann ist sie schon vorbei. Aber die nehmen auch Verbesserungsvorschläge an. Das heißt jetzt wirklich wie bei ITC, erste Ebene Sichtblocken, das hat er mir schon zugesichert, kommt definitiv. Geil. Und das ist, Erzbelika ist einfach eine super gute Brücke für Leute, die anfangen wollen mit kompetitivem Spiel. Und wie gesagt, dieses Projekt gehört einfach, also verdient allergrößten Respekt. Also Leute, euch vielen, vielen Dank dafür und an alle, die das gucken. Spielt Erzbelika, kommentiert ruhig gerne unter das Video, was eurer Meinung nach vielleicht noch verbessert werden kann oder was wünschenswert wäre. Bitte aber immer unter dem Hintergrund, das, was die da machen, ist ein unfassbar krasses Projekt mit so viel Zeit. Also die Respekt an die Jungs, wirklich. Ja, wie gesagt, Grüße an alle. Das war ein super geiler Tag. Tolles Turnier. Für uns lief es leider nicht gut. Erster von hinten. Also es lief wirklich nicht gut, es waren gute Spieler da und man merkt halt wirklich, dass wir turniertechnisch noch absolute Rookies sind. Auf jeden Fall. Ja. Schön den Arsch voll bekommen. Aber richtig. Ja, also. Aber coole Spieler gehabt, also trotzdem. Also war jetzt nicht irgendwie einer dabei, dass der rumgezickt hat, sondern eigentlich alle, gegen die wir gespielt haben, waren richtig in Ordnung. Alle super entspannt. Lockere Spiele, war, hatte ich, also an alle. Gegen die ich gespielt habe, auf jeden Fall. Bei mir kann ich nur sagen, danke Jungs, war ja super, hat mir Spaß gemacht. Ich auch. Ich habe ja auch gegen, ich habe auch gegen den ersten heute verloren, also ist schon in Ordnung. Hast du ein Spiel gewonnen, dein Tagesziel erreicht, ne? Ich habe ein Spiel gewonnen, ja, gegen Robert. Tagesziel erreicht, Tagesziel ein Spiel. Erreicht, läuft, alles gut. Ein Spiel gesiegt. Und du? Und du? Sag mal. Mit die Kamera ist auch irgendwann aus. Gleich geht der Akku noch. Nein, war eine Ehre, gegen also, dich zu verlieren. Ich muss sagen, ich bin happy. Wieso bist du denn happy, Mega? Der Beste aus dem Team Mini Paradise. Ich wollte ein Spiel gewinnen und nicht Letzter werden. Du sollst so froh sein, dass der Auto fährt. Hat sofort eine Nackenklatsche. Ja, dass er nicht gegen uns gespielt hat. Ja. Im Endeffekt bin ich auf Platz 17 gelandet. Erstes Spiel gewonnen gegen Dark Elder. Was? 17 von 18? Ja, genau. Ihr teilt euch den letzten Platz. Alle zusammen. Ja. Zweites Spiel war ein knapp verloren. Und das letzte Spiel war ein Unentschieden. Somit konnte ich die Ehre des Mini Paradise ein bisschen hochhalten. Und habe mein persönliches, eigentlich wirklich wichtiges Ziel erreicht. Best Painted. Das können wir uns jetzt wochenlang anhören. Monate! Nein. Nein, er hat es auch verdient. Ja. Aber ich muss jetzt auch Auto fahren. Und die konnten Bier trinken. Mega, wir sind stolz auf dich. Wir stehen alle hinter dir. Ja. Ich bin dir meinen Arsch voran. Wir sitzen alle hinter dir. Der Gewinner darf heute am Fenster sitzen. Ja. Das ist viel wert heute. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wovon der redet. Erzählt ein bisschen was über eure Spiele.
Ja, ja, ich habe das erste Spiel halt gegen den heutigen Gewinner gespielt. Der hatte eine Marines-Liste. Was waren's? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall mit jede Menge Eliminators, jede Menge Sniper drin. Iron Hands, oder? Nee, waren keine Iron Hands. Raven Guard oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das der Ultramarine-Spieler? Nee. War, glaube ich, Raven Guard auf jeden Fall. Irgendwie die ganzen Sniper, die da drin waren, die konnten auf einmal durch Wände schießen und konnten dann Charakter an Snipern. Und das ist abartig. Echt? Schon echt hart. Also Marines sind im Moment echt heftig. Ja. Zweites Spiel, brauchen wir nicht drüber reden. Drittes Spiel. Drittes Spiel habe ich dann gegen eine Dämonenliste gespielt. Ja, viele Blackbeerer drin und ein paar Kornedämonen und einfach nur die Masse gegen meine Masse und am Ende hatte er dann irgendwie mehr Ausdauer, hat es gedreht, ganz knapp, aber nur irgendwie waren es dann, glaube ich, 21-20 habe ich verloren dann das letzte Spiel, es ging eigentlich. War okay. Joa, mach ich mal weiter. Das erste Spiel habe ich gegen den Grisha gespielt. Da habe ich richtig den Arsch aufgerissen bekommen. Aber halt sein Spielsystem ging halt voll auf und meins halt überhaupt nicht. Er hat halt quasi mit Scout seine ganzen Charaktermodelle geschützt und er hat halt drei, wie heißen sie, Chaplain Venerable Dreadnoughts gespielt, die im Nahkampf echt was reißen können. Das habe ich vollkommen unterschätzt. Und auf einmal kommt halt diese Sache kommt auf mich zugelaufen, dann kommt noch so ein Blood Angel Librarian Dreadnought rübergeflogen und dann habe ich auch noch in den richtigen Momenten, wo ich mal ganz kurz gedacht habe, so jetzt dreht sich das Blatt, dann habe ich so beschissen gewürfelt, das war so unterirdisch, jeder mal so ein schöner Wurf, 5 Würfel, zack, 5 Einsen. Bam. Der klassische Hermann. Ja, war richtig gut, und, aber sehr lehrreich, war ein sehr entspanntes Spiel. Obwohl ich echt quasi hart drangenommen wurde. Das zweite Spiel war gegen Tau. Das war auch echt spannend. Ich habe aber zum Glück mich von Anfang an relativ gut positioniert. Wusste halt ganz genau, was er da hat. Wusste ganz genau, also ich kannte seine Armee besser als er. Und habe ihm dann wirklich die wichtigen Sachen weggeschossen. Scouts sage ich schon, die Pathfinders wegschießen, die Markierertechnik irgendwie so ein bisschen limitieren und dann halt die Sachen, die halt als die schnell umfallen, wegbrezeln, damit ich meinen Reaper voll bekomme, damit ich irgendwie The Butcher's Bill voll bekomme, immer schön alles weghacken. Und dann am Ende hat er wirklich nur noch die drei Broadsides hat er stehen gehabt, weil die habe ich komplett ignoriert. Er hat die ganze Zeit auf meinen Repulsor geschossen und er musste immer auf die 5 runden. Und dann konnte ich halt natürlich noch meinen Feel No Pain noch mal ein bisschen einbringen und das war halt echt gut. Also er hat wirklich viel gefressen. Ich glaube, der ist erst in der 5. Runde gegangen. Und ja, da habe ich knapp nach Punkten gesiegt. War wirklich ein spannendes Spiel und das letzte Spiel, da wurde ich auf eine richtig nette Art und Weise vom Jonas vorgeführt. Er hat mir einfach keine Chance gegeben, dass ich ihn erschießen kann. Das war richtig lehrreich, das war ein ganz starkes Spiel. Hat mir richtig viel zu denken gegeben, aber halt, es war super positiv. Ich hatte nicht einmal den Moment, dieses Gefühl, dass da läuft doch irgendwas nicht mit rechten Dingen jetzt verliere ich. Nein, es war einfach super lehrreich, es war ein super cooles Move mit dem ganzen Spiel. Welche Armee war das? Er hat Deathwatch gespielt. Mit Custodes zusammen. Und noch eine Everso-Assassine. Und Astra. Und Astra mit haben, genau. Und ich habe auch einen riesen Aufwand betreiben müssen, um die blöde Everso-Assassine loszuwerden. Er hat so viel draufgeballert. Naja, auf jeden Fall war das ein sehr schönes Spiel und das habe ich dann knapp verloren nach Punkten, obwohl ich habe am Anfang gut gepunktet, aber dann habe ich es total nachgelassen. Die letzten zwei Runden waren fast schon Nullinger-Runden. Das war dann, ich glaube, 17-23. War auf jeden Fall richtig cool. Also hat richtig Spaß gemacht. Und, das war aber so mein Erlebnis. Ich habe mein Tagesziel erreicht und viel, viel, viel gelernt, viel mitgenommen, coole Leute kennengelernt. War eine super Community, einfach ein toller Tag, absolut. Ja. Du
ich. Mach du. Ja, erstes Spiel, Markus hieß er, glaube ich. Ja, genau, Markus, super, super lieber, netter Kerl. Wir haben uns auch hinterher noch nett unterhalten. Imperial Knights. Und da war das Problem, ja, erstmal Imperial Knights für mich, also die harten Jungs. Und dann hatten wir ja die langen Aufstellungszonen, also über die langen Kanten, also 24 Zoll, 24 Emmanuel, Zoll. Ne? Genau. Und er hat halt die, er hat es schon richtig gemacht, er hat die Knights komplett hinten reingestellt, hat auf die Reichweite meiner Destroyer geachtet, 36 Zoll plus Movement. Aber was viele halt nicht auf dem Schirm hatten, ist halt, wenn ich die Manipulus stehen lasse, dass sie halt nochmal ein bisschen was dazubekommen an Reichweite 6 Zoll. Und dadurch konnte ich halt schießen mit den Destroyern. Aber ich habe dann natürlich immer ein Problem. Ich habe in meiner Liste die Destroyer, den Blob. Und wenn der weg ist, habe ich auch nichts mehr zu schießen großartig. Und ich musste halt nach vorne aggressiv. Und habe dann leider keinen Knight rausgenommen, weil mit dem Riser Stratagem kriegst du ja plus 1 auf den Schadenswurf und dann nochmal das Stratagem aus dem Vigilus brennt, plus 1 tötet, das heißt, du kannst dich überhitzen, machst dann mit 7 Destroyern, 7 mal W6 Plasma, Stärke 8, DS minus 3, 3 Schaden flat, verwundest 1 besser, das heißt, auf die 3 treffen, 1 wiederholen, 3 verwunden. Aber ja, Knight nicht gefallen und dann ist er halt mit den anderen Knights nach vorne, hat mir meine Destroyer komplett rausgenommen, dann hatte ich nur noch mit den Custodes irgendwie ein bisschen darum gemacht und musste die halt aber auch sehr durch diese lange Aufstellungszone, langen Kanten, musste ich halt aggressiv nach vorne. Und dann kamen die halt nicht rechtzeitig an und dann war halt Ende. Zweites Spiel, Marc. Reden wir nicht drüber. Ja, war ein Rematch. Das hast du dann schön gedreht, super gewonnen. Drittes Spiel war auch wieder ein Markus. Der hat auch 3 Knights gespielt, genau, und ein Astra-Bataillon und dann noch so ein kleines Detachment mit einem Blood Angel Smash Captain. Und ja, da war ein ähnliches Spiel, ich habe auch wieder angefangen sogar. Destroyer musste ich halt nach vorne bringen, habe auch wieder Knight nicht, also der wäre gegangen, glaube ich, ja, aber der hat dann Reroll benutzt und hin und her und dann ist er doch nicht gegangen, da hat er noch 3 Lebenspunkte, es war halt sehr ärgerlich, dass da auch wieder kein Knight gegangen ist, aber ja, dann gleiches Spiel, er nach vorne, Destroyer rausgenommen, trotz 5 Retter keine Chance und dann konnte ich halt mit dem Custodes relativ viel nach vorne machen. Und ich habe halt am Anfang auch wirklich gut gepunktet, aber hinten raus hat mir dann mal wieder die Luft gefehlt mit der Scheißliste. Und ja, dann war das halt dreimal nichts gewesen außer Spesen. Zwar knapp, relativ knapp dann, aber ja, waren aber auf jeden Fall, also die beiden Markus waren super nette Spieler und also es hat echt richtig Spaß gemacht. Also toll. Der zweite Gegner war scheiße, oder? Ja, der war irgendwas mit MA irgendwie. Ja, das zweite war Markus. Was war da mit dem Stop-Zocker los? Das haben wir schon erklärt im Video. Ja, schon mal im Mathe-Video. Ja, das war's. Ja, bleibt noch einer übrig. Der Timmy. Ja. Zwei bleiben übrig. Wo fehlt denn noch? Hat er schon. Hat er schon. Kannst du auch noch erzählen? Ja, ich kann auch zu den anderen Spielen was sagen. Ja, erstes Spiel habe ich gegen Dennis von Ars Belica gemacht. Der hat eine Dämonensuppe gespielt, 60 Blackbearer, 24 Pink Horrors, Dämonenprinzen, alles was so dazugehört, so ein von, ich glaube, Slaanesh, so ein Spiegel, keine Ahnung wie der heißt. Ja, ich hätte anfangen dürfen, habe mich dementsprechend vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv aufgestellt. Und mir wurde dann die Inni geklaut und dann ist halt das passiert, was ich hätte vielleicht ein bisschen vermeiden können oder vermindern können, dass die Blackbearers auf mich zugekommen sind mit minus 2 to hit. Also habe ich schon in meiner ersten Schussrunde extrem schlecht getroffen auf das, was ich treffen konnte. Ja, und dann hat das Chaos seinen Lauf genommen. Ab der zweiten Runde konnte ich dann nicht mehr schießen und ja, das hat sich dann zwar bis zur sechsten Runde durchgezogen, dass ich immer mal wieder ein bisschen schießen konnte, aber die Broadsides waren raus. Ja, er hat es sehr geschickt gemacht, hat seine Einheiten immer so positionieren können, dass sie im Nahkampf geblieben sind und ich nicht aus dem Nahkampf rausgehen konnte.
dann wieder nicht schießen. Ne? Ja, habe ich verloren. Mein zweites Spiel war gegen Jonas, der Deathwatch-Spieler mit den Custodes und Astra Militarum. Erste Runde ging an mich, habe ich, glaube, 30 Infanteristen rausgeschossen. Das war noch ganz gut, aber ab der zweiten Runde war für mich wieder nichts zu sehen, dank des guten Spiels und ja, einfach outskilled, das ganze Gelände gut genutzt. Ich habe nichts gesehen oder konnte nicht drauf schießen, weil halt, ich nichts gesehen habe. Das ist eigentlich so alles. Das hat sich dann auch wieder bis zur sechsten Runde durchgezogen. Wurde komplett rausgenommen und drittes Spiel war gegen Christian, auch wieder Chaos Dämonen, auch wieder Blackbearer, Bloodletters, Dämonenprinzen, Magnus habe ich rausgenommen in der ersten Runde und ja, das war eigentlich relativ ausgeglichen, das war auch ganz gut und war super nett und wir hatten viel Spaß eigentlich. Aber ab der vierten Runde war dann so in meiner Bubble drinne, beziehungsweise ich hatte keinen Platz mehr, nach hinten zu kiten. Also ich habe ihn drei Runden gut immer wieder nach hinten gekitet, hat viel Abwehrfeuer gefressen, aber ich hatte dann keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr und dann hat er mich aufgefressen und auch wieder verloren. Deswegen Platz 28. Irgendwo hinten. Platz 28 von 28 wahrscheinlich. Ja. Aber dafür habe ich einen schönen Preis von den Pathfindern gekriegt. Ich kann es ja kurz auspacken. Als Motivation. Kleine Werbung. Das gab es als Trostpreis. Also wenn das ist aber ein guter Trostpreis, würde ich sagen. Danke nochmal dafür, Dominik, und das ganze Team. Danke auch für die Lotterie. Ja. Ja. Danke an das ganze Team, falls das untergegangen ist von den Pathfindern. Und ja, Fazit für mich selber, ich muss mehr spielen, ich muss härter spielen oder wir allgemein müssen vielleicht alle ein bisschen härter spielen und es war kein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Zweite Auswärtsturnier für mich. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht oder übernächstes Jahr. Vielleicht fahren wir dann mal mit einem kleinen Pokal nach Hause. Einfach mal. Das ist einfach abwarten. Also, wir bleiben auf jeden Fall dran. Ne? Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Also, erste Übungssaison. Wir haben Bock. Ja, wir haben echt Bock, Leute. Also, wir werden euch auch immer mitnehmen und so. Wir werden echt dranbleiben jetzt an der ganzen Geschichte. Nächstes Jahr, denke ich, sieht das schon wieder ein bisschen besser aus. Ja, nochmal herzlichen Dank an die netten Leute, die all das heute möglich gemacht haben. Dazu zählt natürlich auch der Herr, der hinter der Kamera heute ist, der so fleißig mit euch Interviews gemacht hat. Dennis, du hast das super gemacht, denke ich. Hast du die Videos noch nicht gesehen? Nee, aber du warst immer fleißig am Filmen und so und geil gemacht, wirklich. Könnt ihr euch ja einmal das süße Gesicht angucken, das bärtige. Komm, zeig dich mal. Video zeig dich mal. Ich kriege die Kamera, glaube ich, gar nicht so weit. Der Kameramann. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, weil das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass man einen Kameramann dabei hat. Wir hatten heute einen dabei. Mega. Also, ja. Brauchen wir immer. Brauchen wir immer jetzt. Mega, willst du nochmal von den restlichen Spielen erzählen? Ja. Was hast du nochmal gewonnen? Best Painted. Ah, okay. Den Mega einfach nicht. Mega meinst, ich kann hier vorne Lichter machen? Nein, lass das. Ist ein Mega nur geblendet. Das ist nicht schlimm, ich bin eh hässlich. genau. Mein erstes Spiel. Muss ich euch filmen. Ja, genau. Filmdiele werden da nicht jeder. Ja, wir können das ja mal so langsam abschließen. Ist schon sehr lang, glaube ich, jetzt. 19 Minuten und 13. Siehst du? Dann lass mich noch ganz kurz was zu den letzten zwei Spielen sagen. Ja. Den ersten halt, wie gesagt, gegen Andi mit drei Reapern, drei Ravengern, massenhaft Beschuss. Da konnte ich Nurgle ausspielen und habe super gesaved. Zweites Spiel. Was? Gut jetzt! Du hast jetzt keinen Sau, du hast gewonnen. Nein! Zweites Spiel gegen Elder mit. Mach raus jetzt!
Ja, du hast Best Painted. Du hast eine schöne Sprühdose gekriegt. Sei ruhig jetzt. Aus, Black. Aus, Schluss. Haben wir noch ein Wort zum Abschluss? Nee. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.